Herzlich willkommen zu einem neuen Kundeninterview. Ich habe heute die Jasmin Huber bei mir, die schon im vergangenen Jahr geschafft hat, über 100.000 Euro Monatsumsatz zu generieren und ihren goldenen Handschlag auch schon abgeholt hat dafür. Und das hat sie geschafft mit einer Branding-Agentur. Ich sage erstmal herzlich willkommen bei uns, Jasmin. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich mega, hier zu sein. Dann sag doch mal, was ist eigentlich eine Branding-Agentur? Was macht die so? Ja, für jeden ist Branding immer so ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wie man es mal nimmt. Für die einen ist es irgendwie geile Fotos zu haben, für den nächsten ist es irgendwie ein Imagefilm. Und wir kümmern uns quasi komplett um das Branddesign. Also alles, was grafisch nach außen kommt, Webseite, so die ganzen Basisgeschichten auch, ne? So Logo, Corporate Design Entwicklung, viel Reports, Drucksachen, Messeausstattung. Also eigentlich alles, was man von dir nach außen hin wahrnimmt als Kunde. Oder was du intern branden kannst für dein Büro, für deine Mitarbeiter. Onboarding-Boxen für Kunden und so weiter. Warum ist das wichtig, dass Leute quasi ein gutes Branding, so ein schönes einheitliches Design haben? Ja, für viele ist es halt echt so ein Ego-Ding. Ne? Die fühlen sich einfach besser, weil sie ein geiles Design haben. Das ist wie wenn du eine bessere Klamotte anhast. Mhm. Dann fühlst du dich einfach besser, selbstbewusster, kannst besser verkaufen. Das ist so die eine Sache. Und die andere Sache ist einfach, Interessenten, wenn die dich zum ersten Mal sehen, die nehmen dich einfach ernst. Die haben mehr Vertrauen im Vorhinein, ohne dass du es erstmal beweisen musst, weil sie dich sehen und denken, boah, sieht nice aus. Mhm. Und der dritte wichtige Punkt ist einfach, bist einfach besser als die Konkurrenz. So, das ist auch wieder so ein bisschen weil die Konkurrenz es nicht hat, quasi, Ego-Ding, also. Genau. Viele kommen auch und sagen, ey, mein Konkurrent XY hat jetzt irgendwie gerade eine richtig geile Webseite. Können wir das noch ein bisschen besser machen? Das machen wir dann. Ja, genau. Cool. Ja, wie kommt man denn darauf, sowas zu tun? Ich meine, du bist ja wahrscheinlich nicht so ein als Branding-Experte geboren worden. Wie hat sich das alles so bei dir gestartet? Oh, es ist wirklich eine richtig Streber-Story. Also ich habe es einfach ganz klassisch gelernt. Ich habe eine Ausbildung gemacht in einer Softwareagentur. Ich hatte Schwerpunkt Webseite. Ich war mit einer der wenigen, die nicht auf Print gegangen ist. Man kann sich immer so spezialisieren als Mediengestalter. Ich habe die digitale Richtung gemacht. Das war damals ganz neu so. Wir waren auch irgendwie, keine Ahnung. Wann war das ungefähr gewesen? 5%. 2008 habe ich angefangen. Ja, gut, stimmt. Da kann man noch sagen, das ist vielleicht so mit wirklich, da kam so. Das erst noch. Erst so. Also wir hatten echt so 95% der Klasse in der Berufsschule damals so Printler. Die halt irgendwie in der Druckerei oder Druckvorstufe gearbeitet haben. Hast du da schon irgendwie eine Vision gesehen, dass das vielleicht mal wichtig werden wird online? Voll. Oder? Ja, voll. Also es war natürlich mega gefragt und die Digitaler waren irgendwie so ein bisschen die weirden Leute, die irgendwas crazy machen, so mit Programmieren und sowas. Ein Computer? Ja, das fanden die ganz seltsam. Ja, ich habe meine Ausbildung gemacht und dann dachte ich schon während der Ausbildung, irgendwie ist es nicht genug. Es reicht einfach nicht. Ich will mehr finanziell lernen. Finanziell oder nein, so, nein, inhaltlich. Gar nicht finanziell. Sondern eher so vom Input. Mhm. Also ich habe mich ultra gelangweilt. Ich habe halt in der Agentur schon so viel gelernt, was ich in der Schule noch mal beigebracht bekommen habe, aber halt in Low Level. Wenn du es in der Praxis lernst, ist es halt eh viel geiler und viel schneller. Mhm. Und ja, habe dann während der Ausbildung mein Studium angefangen. Alles nebenbei. Also ich habe Ausbildung, Studium und... Was war das für ein Studium dann, für ein Studienfach? Medientechnik. Auch passend dazu, ja. Und ich habe so 10-12 Stunden gearbeitet am Tag und danach nochmal 5 Stunden Schule, dreimal die Woche. Mhm. Ich hatte eigentlich kein Leben. Ich habe einfach nur gearbeitet und gelernt. Nicht, weil ich musste, sondern einfach, ganz ehrlich, weil ich es voll geil fand. Ich war richtig Workaholic. Mhm. So mit Bock. Ja, das ist auch cool, wenn man da irgendwie so seine Passion gefunden hat. Voll, ja. In dem Bereich. Und dann zählt man natürlich keine Stunden. Im Gegenteil, ja. Man hat ja am Tag Zeit, man möchte ja was machen. Ja, wenn das Spaß macht, dann machen wir die Dinge, die einem Spaß machen. Wenn das dann auch gleichzeitig die Arbeit ist, doch perfekt. Es war mega. Also ich hatte richtig tolle Chefs, unfassbar coole Kollegen. Es war wie Familie. So. Mhm. Ich war doch gar nicht nach Hause. So, wir haben ganz oft abends noch gelauncht damals. Mhm. Also da, es war noch nicht so mit Knopfdruck irgendwas wiederherstellen oder online stellen, sondern musste alle Sachen hochladen, Datenbank verbinden und so weiter. Und da saßen wir halt einfach richtig spät abends noch da und haben einfach gearbeitet, was cool war. Also hast du es quasi von der Pike auf gelernt und warst auch happy dann? Voll happy, ja. Quasi noch angestellt, aber irgendwie, wie war dann so der Switch, dass du gedacht hast, vielleicht will ich das doch irgendwie mal selbstständig machen? Tatsächlich total unabsichtlich. Also wenn man was in der Richtung macht, so im grafischen Bereich, dann kommen natürlich die ganzen Bekannten, Verwandten, alle kommen auf einen zu und sagen, hey Jasmin, du machst irgendwas mit diesem Computer, kannst du mal hier einen Flyer, kannst du mal da eine Einladungskarte machen und so weiter. Ich habe das ganz oft auch gerne gemacht, ne, weil das macht ja auch Laune. Aber irgendwann wurde es zu viel. Ich dachte so, Leute, ganz ehrlich, ich besorge mir jetzt einen Gewerbeschein und dann kann ich euch schöne Rechnung schreiben. Dann hat das ganz schnell aufgehört. Und dann sind aber so, ich sag mal, fast wie durch Zufall einfach Sachen irgendwie in mein Leben gekommen. Also es gab dann irgendwie so kleinere Projekte, die ich nebenbei gemacht habe. Und
ich bin halt damals, dadurch, dass ich so relativ am Anfang in der Agentur mit dabei war, super schnell in so Projektleitung, Kundenbetreuung. Ich habe ausgebildet, die Azubis bei uns. Und da hat so das Fulfillment irgendwie gefehlt, so dieses kreative, grafische, was ich ja eigentlich ursprünglich machen wollte, wo auch meine Expertise drin liegt. Das hat einfach gefehlt. Und dann dachte ich mir, okay, irgendwie muss das nebenbei wieder passieren. Hab dann mehr quasi selbstständige Projekte gemacht und dann ist es einfach voll eskaliert. Und es ist immer mehr und mehr und mehr geworden. Und irgendwann musste ich mich halt entscheiden, so höre ich jetzt auf zu schlafen oder kündige ich meinen Job und mache nur noch meine eigenen Projekte. War das schon, als es schon so angefangen hat mit deiner, also bist du erst nebenberuflich quasi in die Selbstständigkeit gestartet. Ja. Zu welchem Zeitpunkt bist du dann quasi in Kontakt gekommen und wie sah das aus mit Baulig Consulting? Ja, also die typische Baulig-Kundenreise, glaube ich. Die sieht wie aus? Erstmal konnte ich die überhaupt nicht leiden, die beiden, Andreas und Markus. Andreas war da noch damals noch sehr viel mehr präsenter als Markus. Ja. Ich dachte so, wann war das ungefähr gewesen? Weißt du? 2015, so. Genau, aber so richtig wahrgenommen war es eher so 2019 dann. Und ich dachte so, oh nee, die ganze hier Rolli in die Kamera halten, mit den fetten Karren protzen, proletenhaft nach außen ins Marketing auftreten. Ich so, oh nee, das ist gar nicht meine Welt, kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Und dann habe ich durch Zufall einen Ausschnitt von einer Podcast-Folge gehört. Und ich dachte so, oh, Moment, irgendwie hat er doch recht, was er da gerade gesagt hat. Relativ kurze Zeit später kam Wissen macht Umsatz, das Buch raus. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt liest es halt doch mal durch, mal gucken, was da rauskommt, was ich rausziehen kann. Ich kann bestimmt irgendwie was lernen. So. Es hat original einen Tag gedauert, dann habe ich das ganze Buch durchgelesen. Ein richtiger Page-Turner. Also wirklich, voll durchgesuchtet. Und ja, eine Woche später saß ich im Quali-Call. Viele Leute fragen sich ja auch immer so, warum ist das so, dass man quasi diesen vielleicht schon polarisierenden Außenauftritt hat, den wir haben, was ja de facto so ist. Ne? Also die erste Währung ist natürlich Aufmerksamkeit. Ne? Und Aufmerksamkeit zu erzeugen, das Klicken und Klicks zu bekommen, Reichweite zu bekommen, das muss man auch erstmal schaffen. Und da ist halt einfach das auch ein Weg, ne? der funktioniert, dass du uns quasi schon wahrgenommen hast. Mhm. Und wenn auch man damit zumindest eine Emotion weckt, ne, und wenn es dann auch Abneigung in dem Fall ist, erst einmal, dann ist das auf jeden Fall schon mal mehr als Gleichgültigkeit. Mhm. Ne? Ja. Dass man sich halt irgendwie dann doch nochmal beschäftigt und dann auf einmal merkt, okay, jetzt hier, wo es um den Inhalt geht, und das ist quasi, wenn man auch bei uns in YouTube sich andere Videos anguckt, als die vielleicht beworben werden, dann sieht man einfach, dass halt inhaltlich doch eine ganze Menge dabei ist, wo man was draus ziehen kann, wo man Mehrwert draus ziehen kann und beschäftigt sich dann weiter. Man kommt zum Buch, wie du das jetzt gerade beschrieben hast. Das ist dann nochmal ein krasserer Inhalt sozusagen, den man konsumieren kann und landet dann im Erstgespräch. Ja. Wie sah das denn dann bei dir aus, das Erstgespräch? Total witzig. Ich war erstmal mega nervös, weil es war so die erste Art von Gespräch, was meine Selbstständigkeit betrifft, was ich hatte. Mhm. Ich wusste einfach überhaupt gar nicht, wie man Business aufbaut. Ich hatte so das Fachliche, die fachliche Kompetenz, die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die man braucht, um Branding zu machen, um Webseiten zu machen. Aber gar keinen Plan von Unternehmertum oder also wirklich auch mal selbstständig zu sein, richtig. Ich habe es dann nebenbei so ein bisschen als Hobby gemacht damals. Und dann hast du im Prinzip gemerkt, dass das trotzdem ein Handwerk ist, was man erlernen kann. Also es ist ja ein Teil, Experte für etwas zu sein. Mhm. Das fand ich eben auch spannend, weil das ist etwas, wie viele erstmal sich ihrer eigenen Expertise vielleicht auch bewusst werden. Ich meine, du wusstest, dass du was kannst, du hast es ja auch gelernt und so weiter. Aber wenn Leute auf dich zukommen und von dir irgendwie Rat wollen über irgendetwas, dann ist das schon mal ein eindeutiger Indikator dafür, dass du in etwas auch ganz besonders gut bist. Das muss nicht zwangsläufig was immer mit deinem Job zu tun haben, sondern kann vielleicht auch irgendeine Leidenschaft, ein Hobby sein, was du vielleicht gerne, was du gerne machst und wo du richtig gut bist und was ich auch vielleicht im Freundeskreis auch schon rumgesprochen hat, dass du das kannst. Mhm. Wenn Leute wegen irgendwas etwas zu dir kommen, ist das ein guter Indikator dafür, dass du da wirklich eine Fertigkeit hast, mit der man sich auch selbstständig eben machen kann. Und Selbstständigkeit ist ein Handwerk, Unternehmen aufbauen ist ein Skill, den man auch erlernen kann. Und ich denke mal, da wird dir dann wahrscheinlich dann, wenn du im Erstgespräch warst, kamst du dann zu deinem Strategiegespräch, zur Beratungssession, das wird dir dann quasi mal der Weg aufgezeigt worden sein, oder wie das funktionieren kann für dich. Ja, und ein Satz ist richtig hängen geblieben bei mir. Ich war damals bei Korab im Beratungsgespräch. Und er hat gesagt, ja, Jasmin, wir haben echt eine super coole Strategie. Weil du musst dir vorstellen, das E-Mail-Postfach wird geflutet von Newslettern und so. Und wir gehen einen anderen Weg, weil der Briefkasten der Leute ist immer leer. Mhm. Das heißt, wir zeigen dir, wie du was per Post schicken kannst. Und er hat damals die Reports gemeint.
Und das war ja auch mein Einstiegsprodukt aus Versehen. Mhm. Ich bin ja mit den Webseiten... Doch wieder Print, sozusagen. Ja, genau, ich bin ja quasi im Webseiten-Game gewesen und ich wollte auch das unbedingt machen. Und ich bin Executive als Persönlichkeitstyp. Das heißt, ich mache immer, dass es mir gesagt wird. Wir müssen erklären, was das ist. Also es gibt ja diesen Persönlichkeitstest, der sehr bekannt und sehr beliebt auch ist und von vielen Unternehmen angewendet wird, 16personalities.com. Und da kann schon mal empfehlen, das zu machen. Man einen Persönlichkeitstest durchführen und man kriegt dann am Ende eben einen Persönlichkeitstyp angezeigt. Mhm. Sie ist in dem Fall Executive, der nur das macht, was man ihm sagt. Nein, der natürlich noch darüber hinaus... Der strukturierte arbeiten mag, der gerne auch nach festen Prozessen arbeitet. Das ist so das, was dich dann auch auszeichnet. Ja. Und wenn du einen Prozess oder eine Schablone bekommst, dass das, glaube ich, meinst, dann kannst du die gut umsetzen. Genau, kann ich die gut umsetzen. Habe meinen Report gestaltet, auch anders als so die Vorlagengeschichten. Habe das dann quasi gepostet, um Feedback zu bekommen. Und daraufhin habe ich die ersten 5 Anfragen bekommen mit, ey, Jasmin, sieht voll geil aus, mach das für uns auch. Und so kam ich in diese Printgeschichte mit rein. Und jetzt kann ich halt beides. Also ich habe einmal die digitale Welt, die wir abdecken können und zum anderen auch die ganze Printwelt, die wir abdecken können. Und das macht es dann wieder rund. Und das ist auch dann der Hebel für die Unternehmen, die uns buchen. Und vielleicht können wir das auch noch mal kurz erklären, was der Korab da gemeint hat, dass die Postfächer leer sind. Das ist einfach eine gute Strategie der Kaltakquise, die man nutzen kann, dass man nicht einfach so jemanden kalt anruft, sondern dass man vorher einem Unternehmen beispielsweise einen Report zuschickt. Der hat dann schon mal einen Kontakt quasi zu dir hergestellt, in dem Sinne, dass er diesen Report erhält und dann sich das angucken kann, was du machst. Und in dem Fall dann wirst du wahrscheinlich dann in diesem Report vielleicht Fallstudien zeigen, indem du eben zeigst, wie man mit Branding hervorragend sich hervortun kann, sich ein Image erzeugen kann als Unternehmer für XY. Und wenn du dann anrufst im Nachhinein, dann kennt man dich in dem Sinne schon, weil man im besten Falle natürlich, und das sieht in der idealen Welt aus, den Report schon gesehen hat. Es ist auf jeden Fall etwas, wo man schon mal sieht, aha, da ist Qualität dahinter, weil es zumindest in dem Case von diesem Reporter schon mal gezeigt ist, dass du das kannst. Genau. Ja, wie hat sich das denn dann geäußert, als du dann im Prinzip die Sachen dann umgesetzt hast mit deinem Report, den du geschickt hast? Und wie hat sich das deine Selbstständigkeit dann verändert? Es ist total viel passiert. Also ganz am Anfang habe ich echt noch so von zu Hause aus wirklich ganz unterirdisch, so mit Dachschräge, ne, so ein kleines Büro. Ich habe mir damals dann das erste Mal überhaupt mal einen Laptop gekauft und nach irgendwie geschaut, dass ich cool arbeiten kann. Und dann ist es ja echt schnell rasant nach oben gegangen, so umsatztechnisch und auch vom Mindset her. Dann habe ich das erste Büro geholt, dann habe ich die ersten Mitarbeiter eingestellt. Jetzt sind wir im dritten Office. Aber wie ist das praktisch denn gelaufen, dass du auf einmal so viel Umsatz gemacht hast? Was hast du getan im Prinzip? Ich habe erstmal gelernt, wie man verkauft. Das wusste ich vorher auch nicht, dass es da auch eine Art Schablone gibt, die ich einfach anwenden kann. Das ist für mich natürlich super. Und dann habe ich halt die ersten Gespräche geführt. Und das war für mich war das nicht verkaufen, sondern es war beraten. So habe ich das immer gesehen, um nicht diese negativen Assoziationen zu haben, die man so von der Family immer eingetrichtert kriegt und auch so von dem näheren Umfeld. So Verkäufer sind immer schlecht und sowas. Ja, das ist... Ne? Und ich habe das die ganze Zeit so aus diesem Beratungsaspekt gesehen, weil es faktisch auch so ist, es ist auch heute noch so, meine Sales Calls sind sehr beratungsintensiv, also wirklich zu schauen, okay, was ist denn jetzt wirklich das Richtige, wie kann man das Konzept von so einer Webseite cool aufbauen, dass es wirklich hilfreich ist für dich in der Akquise und nicht, dass du einfach nur eine Webseite hast. Ja, so. Das ist nämlich auch ein springender Punkt, den du gerade nennst, dass der Bild eines Verkäufers natürlich sehr negativ behaftet ist, so generell in der Gesellschaft. Man sieht so diesen schmierigen Verkäufer, der versucht einen etwas aufzudrücken, was man eigentlich gar nicht will, eine Waschmaschine zu verkaufen, wie du hier unterschreibst. Das ist alles völliger Blödsinn. Deswegen haben wir ja im Prinzip diese zwei Gesprächsstrategie, dass man halt erstmal so ein Erstgespräch führt, indem man erstmal abklopft, ob eine Zusammenarbeit generell überhaupt Sinn macht, ob da die Aspekte eben stimmen, dass das halt thematisch auch passt beispielsweise, Und dann im zweiten Gespräch bietet man eine richtige Beratung an, so wie du das gerade sagst. Ja. Deswegen hast du ja gesagt, dass es sehr beratungsintensiv ist. Du zeigst quasi, verstehe ich dann wahrscheinlich deinen Kunden oder deinen zukünftigen Kunden in dem Sinne dann einen Weg auf, wie sie mit deiner Hilfe,
mit einer tollen neuen Webseite beispielsweise, mit Printmaterial, whatever, was man noch dazu nehmen kann, wie sie sich bestmöglich aufstellen oder wie stellt man sich das vor? Auf jeden Fall. Ich muss auch erstmal rausfinden, okay, wer sitzt mir da gerade gegenüber? Wo steht der gerade? Was hat der für ein Ziel, für ein großes? Und welche Materialien, welche Kanäle, was hilft jetzt wirklich dabei, dass er sein Ziel erreicht? Das ist ja immer das, warum wir das machen. Das Ziel kann sein, ich will mein Ego pushen, ich will irgendwie selbstbewusster sein, weil ich weiß, okay, alles, was von mir sichtbar ist, sieht gut aus, voll valides Ziel. Aber es sind natürlich dann andere Dinge notwendig, als wenn man sagt, ey, ich will jetzt richtig Attacke machen, ich will jetzt Marktführer werden, ich will das, das haben. Und da muss man halt schauen, okay, wie kriegen wir das hin? Und in welcher Reihenfolge macht es am besten Sinn? Müssen wir vielleicht erstmal deinen Vertrieb pushen? Dann machen so Sachen wie Reports oder irgendwelche Präsentationen und halt anders Sinn. Und das rauszufinden, das ist auch das, was am meisten Spaß macht tatsächlich in diesem Beratungsgespräch. Mhm. Das ist noch lange nicht das, was wir später im strategischen Teil machen, im Kickoff, wo es wirklich dann ganz, ganz krass in die Tiefe geht. Aber das ist schon mal so die Ausrichtung, okay, was ist überhaupt notwendig für dich? Was macht wirklich Sinn? Und in welcher Reihenfolge macht es Sinn, das umzusetzen? Und was können wir auf jeden Fall weglassen? Ja. Außer, keine Ahnung, oder was kommt später? Das ist eigentlich eher so das Ding. Ja, also man muss sich das wirklich so vorstellen an der Stelle nochmal, dass man in diesem Beratungsgespräch, was dann natürlich dann am Ende des Gesprächs idealerweise eine Zusammenarbeit dann folgt, also tatsächlich dann auch ein Sale in dem Sinne, aus der Sicht des Unternehmens, was eine Dienstleistung anbietet, aber dass man dort wirklich dort einen Fahrplan aufzeigt, dass man wirklich auch wirklich über 50 Minuten, teilweise 60 Minuten, dann auch mal in die Tiefe geht und guckt, wie kann man jetzt wirklich mit dem, was du anbietest, mit deiner Dienstleistung, wie können wir da am besten für dich einen Fahrplan kreieren, dass du im Prinzip unternehmerisch erfolgreicher wirst, mehr Umsätze machst. Ja. Das ist natürlich was ganz anderes als das klassische Bild eines Verkäufers, der einem irgendwas verkauft, was man gar nicht braucht, sondern gerade im Beratungsgespräch sieht man ja dann, okay, da wird sich jetzt wirklich mit meinen individuellen Zielen, wie du es gerade beschrieben hast, auseinandergesetzt und dementsprechend angepasst, dann auch ein Fahrplan eben aufgezeigt. In unserem Case ist es auch super wichtig zu schauen, okay, was hat er bereits gemacht? Was können wir vielleicht weiter nutzen? Was funktioniert gut? Oder was ist darüber hinaus notwendig, dass wir einen coolen Job machen können? Wenn zum Beispiel jemand noch kein wirklich professionelles Fotoshooting gemacht hat, ja, sorry, dann können wir halt keine geile Webseite machen. Das klappt nicht. Das ist halt die Voraussetzung, das rauszufinden. Oder hat jemand keinen guten Text? Okay, dann müssen wir schauen, welchen anderen Dienstleister buchen wir noch dazu? Wie kriegen wir das alles irgendwie zeitlich gemanagt, dass wir zu Datum X dann auch live gehen können zum Beispiel? Manchmal ist es ja auch so, dass irgendwie ein bestimmtes Event oder irgendeine Deadline halt steht, zu der wir das schaffen müssen. Das heißt, müssen wir auch gucken, okay, wann buchen wir jetzt wen dazu? Wie kriegen wir das alles geschafft? Wie viel Zeit hast du, lieber Kunde, Feedback zu geben? Das ist auch immer wichtig zu schauen. Und dann kriegt man das ganz gut hin. Ja, sehr cool. Dann sieht man, dass du natürlich im Verkauf sehr viel gelernt hast, dadurch deine Umsätze erstmal enorm steigern konntest. Wie sah denn so die Umsatzreise aus seit Beginn der Zusammenarbeit bei dir? Also ganz am Anfang hat es, glaube ich, 2 Wochen gedauert, da war ich erstmal fünfstellig. Und ich war davor ich dachte schon davor, ich bin voll krass, ich mache so 2K im Monat, nebenbei übrigens, von zu Hause aus. Und ich dachte, okay, das ist schon viel für mich. Das ist so. Und dann plötzlich, plötzlich dachte ich so, okay, krass, jetzt habe ich 2 Wochen ein bisschen was gelernt, also ein bisschen was ist auch untertrieben, ne? Ich habe super viel gelernt, aber im Kontext zu dem, was ich danach noch alles bezogen gemacht auf die Zeit, 2 Wochen, was ja noch keine lange Zeit der Zusammenarbeit ist. Und ich verfünffache meinen Umsatz quasi, das war erstmal so krass, da musste ich erstmal vom Mindset her so ein bisschen hinterherkommen. Und dann ging es noch schneller, dann bin ich in Urlaub und habe aus dem Urlaub raus 36K damals geclosed, nebenbei so, nur weil ich jetzt das Werkzeug gelernt habe und die Schablone bekommen habe, dass die Skripte bekommen habe, wusste, was ich zu tun habe. Und dann musste ich aber das natürlich umsetzen. So. Und das war die Herausforderung danach. Ich kann mir das gut vorstellen, wenn man dann für 36.000 Euro auf einmal Kunden gewinnt, dann man ist alleine und man ist wahrscheinlich auch noch hauptberuflich tätig zu dem Zeitpunkt? Damals war ich tatsächlich in Elternzeit. Ah, also okay. Eigentlich schon hauptberuflich, aber in einem anderen Feld. Verstehe. Ja gut, aber da hat man ja auch hauptberuflich zu tun. Genau. Also in dem Sinne, dann stellt sich auch die Frage, die ich jetzt sonst gestellt habe, wie du dann gewechselt bist von der Vollzeit sozusagen als Angestellter, beziehungsweise in der Agentur, hin zur Vollzeit-Selbstständigkeit. Aber bei dir war es dann wahrscheinlich durch Elternzeit
Genau. Bist du dann aus deiner Elternzeit selbstständig rausgekommen oder wie sah es dann aus? Nein, ich habe mich nicht getraut. Also ich war natürlich, war ich erstmal raus, als meine Tochter auf die Welt kam, war ich 2 Jahre komplett raus. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich muss jetzt wieder irgendwas machen. Ich muss wieder was arbeiten. Ich war vorher so Ultra-Workaholic von 100 auf 0 innerhalb von einem Tag. Mhm. Und mein ganzes Leben hat sich so geändert und ich musste wieder irgendwas machen. Mhm. So, und dann hat es mich in den Fingern gejuckt. Habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich irgendwie was tun. Der einfachste Weg war natürlich, meinen alten Chef anzurufen und sage, hier, wie sieht's aus? Kann ich wieder ein bisschen was machen? Nebenbei, die selbstständigen Projekte sind ja die ganze Zeit irgendwie so Grundrauschen da gewesen. So. Mhm. Dann bin ich wirklich erst ins Training gekommen und dann hat es wirklich erst angefangen. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt entweder Vollgas, aber so zweischienig fahren funktioniert nicht. Und dann bin ich wirklich erst komplett in die Selbstständigkeit gegangen. Mhm. Mhm. Krass, also du hast dann weiter während der Elternzeit, als du dann schon 36.000 Euro geclosed hast, aus dem Urlaub heraus, dann überlegt, ja, wie erfülle ich das jetzt? Ja. Also ich war ja damals ganz alleine, ich hatte noch kein Team und nichts. Und ich saß vor einem Riesenhaufen Arbeit. Ich dachte so, oh ja, okay, wie löse ich das jetzt? Also zuerst war das Problem, ich kann kein Verkaufen, ich kann kein Sales, ich kann kein Lead gen. Dann war das Problem, okay, wie setze ich das jetzt um? Und es kommt ja immer wieder ein Problem, was man dann lösen kann. Naja, klar. So, und dann habe ich das geschafft, habe erstmal geguckt, okay, wie manage ich das? Wie kann ich vielleicht irgendwie schon mal so ein bisschen eine Art Vorlage machen für die Auslieferung der Dateien oder wie kriege ich das dann jetzt hin im Fulfillment einfach? Mhm. Also ich kannte die Fertigkeiten, aber ich wusste nicht, okay, wie kriege ich das jetzt geordnet? Mhm. So, und das habe ich dann gelöst. Ja, und dann ging es weiter. Hat dir das Training dabei geholfen? Das hat mir sehr geholfen, weil dadurch, dass ich direkt Fragen stellen konnte, genau bezogen auf dieses Problem, habe ich in den Live-Calls sofort die Antwort bekommen und dann gemerkt, okay, in welche Richtung muss ich jetzt was ändern? Was ist jetzt der nächste Step? Welche Prozesse muss ich jetzt quasi aufbauen, damit ich das gelöst bekomme? Ja, das ist halt auch ein Grund dafür, warum wir wirklich viele Live-Calls anbieten, um eben auch mit Rat und Tat da auf individuelle Fragen einzugehen, ob man jetzt ein Einstiegstraining hat oder wenn man später eines der höheren Trainings gebucht hat, dann gibt es noch auch weitere Supportmöglichkeiten, beispielsweise über WhatsApp-Support. Aber Live-Calls auf jeden Fall schon mal ein großer Hebel, um da auf individuelle Fragen auch eingehen zu können. Ja. Und dann hast du es geschafft, die ganzen Anfragen sozusagen zu bedienen. Und du hast eben gesagt, du hättest dich noch nicht ganz getraut, in die Selbstständigkeit zu gehen. Was hatte ich quasi, welche Ängste haben dich irgendwie noch abgehalten von? Also du hattest wahrscheinlich mit der Tochter und so wahrscheinlich auch das Gefühl. Ich war einfach unsicher, ob ich das zeitlich alles hinbekomme, weil jeder, der Kinder hat, der weiß das. Es beschäftigt einen schon sehr, Tag wie nachts, jeden Tag. Und ich hatte einfach Sorge, okay, kriege ich das wirklich alles hin? Weil ich habe ja dann auch Verantwortung für meine Kundenprojekte und will natürlich auch gut abliefern. So, und das hat sich aber dann gezeigt, als ich dann angefangen hatte, in den Kindergarten zu gehen, hatte ich wieder ein bisschen mehr Zeit und dann war das alles ein bisschen geregelter und dann war es für mich safe, klar, okay, jetzt Attacke. Ja, wunderbar. Freut mich, dass du die Entscheidung dann getroffen hast. Das hat sich ja auch gezeigt, bewahrheitet, dass es der richtige Weg war. Quasi der zu einem Absprung sozusagen zu dem von einem guten, bezahlten Job, fest, wo man festangestellt ist, wo man gerade dann wahrscheinlich auch als Mutter denkt, okay, hier ist zumindest klar, dass ich hier immer bezahlt werde und alles läuft. Aber man sieht gleichzeitig, okay, das andere ist auch noch da. Das kann ich so gestalten, wie ich das möchte. Ne, auch ich habe ja eben rausgehört, dass du gerne auch im Fulfillment auch mitarbeitest und da halt eben kreativ wirst. Und dass du dann den Weg gegangen bist, so als Mutter heraus, das dann zu wuppen, Selbstständigkeit quasi dann voll zu starten, das ist schon gut. Ja. Ja, cool. Dann bist du später auch vom Einstiegstraining ins nächste Training relativ schnell übergegangen, oder? Wie war das bei dir? Ich bin dann aus dem Einstiegstraining direkt ins Excellence-Programm geswitcht und das war ein richtiger Hebel für mich, weil die Betreuung ist natürlich sehr viel intensiver. Man hat den 1-zu-1-Support über die WhatsApp-Gruppe und das hat schon mal echt richtig nochmal Vollgas gegeben bei mir, damit ich weiß, okay, was mache ich jetzt als nächstes? Wie setze ich das Ganze um? Und das war dann auch der Zeitpunkt, wo ich mich dann getraut habe, mal so das erste Büro zu holen, die ersten Leute einzustellen. Ich habe dann den GmbH gegründet, hatte ich alles davor nicht. Ne? Ich habe mich auch gar nicht damit beschäftigt. Und wäre ich nicht ins Training gekommen, hätte ich das niemals gemacht. Würde ich heute noch vom Wohnzimmertisch sitzen mit meinem Laptop und Grafiksachen machen. Zu der Stelle wollte ich einfach auch mal erwähnen,
Das ist nämlich gerade, was wir in unseren Einstiegstrainings auch uns immer vornehmen. Wir wollen den schnellsten Weg im Prinzip gehen, dass jemand, der Expertise hat oder der beispielsweise eine Agentur gründen möchte, dass der schnellstmöglich zu diesen fünfstelligen Monatsumsätzen kommt. Ja, das heißt, wir schneiden alles raus, was man nicht dafür braucht, ja, wo wir einfach die Erfahrung haben aus der Beratung von Tausenden von Kunden, dass man das nicht braucht. Und gehen einfach den direkten Weg zu fünfstelligen Monatsumsätzen. Und dann, wie man das jetzt in deinem Beispiel sieht, du hast ja nach 2 Wochen geschafft, sozusagen diese fünfstelligen Monatsumsätze zu knacken. Und dann aber, wenn die Umsätze sich weiter verstetigen oder in deinem Fall dann auch schnell steigen, noch auf 37.000, dann eben zu sagen, okay, und jetzt geh mir all die Steps an, um das erstens weiter zu skalieren und zweitens dich dann auch ein bisschen zu entlasten, weil wir haben ja eben gehört, mit 36.000 Euro Umsatz kommt natürlich auch noch ein enormer Aufwand an Fulfillment dazu, weil man will ja auch die Kunden glücklich machen und bedienen. Und dann hilft da einem ganz schnell das Excellence, indem man dann quasi seine ersten Mitarbeiter einstellt, ein Büro aufbaut. Erzähl noch ein bisschen davon, wie war das so, den ersten Mitarbeiter beispielsweise einzustellen? Vom Gefühl her ganz seltsam. Mhm. Also an für sich war es nicht so schlimm, weil ich hatte damals in der Agentur ja auch schon sowas wie Bewerbungsgespräche gemacht. Ich hatte ja auch Verantwortung für Personal, für die Azubis und so weiter. Aber plötzlich ist das ein anderes Game, weil du jemanden einstellst, der für dich arbeitet. Mhm. Also das war in dem Moment für mich okay. Jetzt habe ich plötzlich die komplette Verantwortung für den Job von einem anderen Menschen. Mhm. Das war schon so, okay, muss ich auch erstmal lernen, mit umzugehen. Dann muss man ganz viel schauen, okay, wie regel ich jetzt gewisse Dinge für mich? Wie möchte ich das denn haben, dass sich der Mitarbeiter benimmt, was für Aufgaben er benimmt, was für Regeln es gibt und so weiter? Und da war ich super unsicher. Also das ist, glaube ich, auch das, was ich am meisten frage in den Live-Calls auf Events und in der WhatsApp-Gruppe. So alles rund um das Thema Mitarbeiter, weil ich mir da einfach am unsichersten bin, weil mir die Erfahrung fehlt in dem Bereich. Ja, Mitarbeiter ist ja auch ein Thema, was bei uns im Geschäftsführertraining ja auch groß angesprochen wird und wo man da viel Hilfe bekommt. Wo du auch dann, wann bist du da reingekommen ins Geschäftsführertraining? Letztes Jahr. Ja. Also wo du dann auch quasi rein bist. Ja. Was hast du denn da noch im Prinzip an Input mitnehmen können für das Thema? Natürlich alles rund um den Bewerberprozess, aber auch so Mitarbeiterführung. Mhm. Ja, wie gehe ich wirklich mit den verschiedenen Typen von Mitarbeitern um? Das ist auch sehr hilfreich für mich, um zu lernen, wie benimmt man sich denn als Chef? Mhm. Wie benimmt man sich gegenüber seinen Mitarbeitern? Wie führt man die, dass die ein geiles Ergebnis machen? Mhm. Und das war ein richtiger Hebel für mich, weil ich habe super Leute in meinem Grafikteam, die machen wirklich einen extrem geilen Job. Das sind richtige Goldstücke. Mhm. Ja, die liefern echt coole Arbeit ab. Und das auch zu lernen, war für mich sehr, sehr hilfreich, so allein an den Events und auch mit anderen Menschen mich zu connecten, die jetzt auch im Geschäftsführertraining sind, wie die das handhaben. Super wertvoller Input für mich. Mhm. Ja, du bist auch auf vielen Events. Mhm. Eigentlich nimmst du, das ist auch super, alle Events, die wir anbieten, auch mit. Ja, das macht ja voll Sinn, sich mit den Leuten dann so zu vernetzen. Ja. Da spricht man davon, wie du diese Events also hier in-house bei uns erlebst. Ja, also ich lerne wahnsinnig viel, allein durch den Content, allein durch die Fragen, die andere stellen. Das ist für mich mit Abstand das Hilfreichste. Weil ich sitze manchmal da und ich weiß gar nicht, welche Fragen ich mir stellen sollte, um weiterzukommen. Dann höre ich jemanden, der ist in einer ganz anderen Branche unterwegs, macht was ganz anderes, steht an einem ganz anderen Punkt, hat aber gerade eine extrem gute Frage, wo ich denke so, oh wow, stimmt, das trifft auch auf mich zu. Mhm. Und das ist unglaublich wertvoll für mich. Ich lerne sehr, sehr viel durch die Events und also nicht nur durch den Input und die Fragen, sondern auch durch das Connecten mit anderen. Mhm. Ja, wir sind ja auch, es ist ja nicht nur das Event, was bei uns stattfindet, wo man natürlich auch Pausen hat, wo man sich mit anderen connectet, sondern wir gehen auch abends dann immer noch gemeinsam essen und so und das ist, abends sind wir dann noch im Saphir, kann man dann nochmal Gespräche führen, sich intensiv über das Unternehmen austauschen, das eigene, was andere machen und unheimlich viel voneinander lernen. Total. Also, auf jeden Fall top, dass du das alles mitnimmst, wenn das ja, das geht. Vor allen Dingen, wenn man in seinem direkten Umfeld, jetzt zu Hause, im Freundeskreis, in der Familie, Bekanntenkreis, so wie ich, keine Unternehmer hat, dann ist es natürlich umso besser, wenn man sich wirklich mit Leuten austauscht, die gerade in der gleichen Welt so unterwegs sind, was das Business angeht. Und dadurch lerne ich sehr viel, dadurch lernt man auch vom Mindset her total viel.
Ne, einfach durch die Art und Weise, wie andere mit gewissen Dingen umgehen, wie andere ihre Probleme lösen, was die überhaupt für Probleme haben und zu dem Zeitpunkt, wo die gerade stehen. Und das ist hier super schön, weil alle so offen damit umgehen. Jeder sagt sofort, was er an Umsatz macht, was ihn gerade beschäftigt, was er gerade für ein Thema hat. Und das ist nie so wertend gemeint und irgendwie so, ah, okay, man beurteilt das irgendwie direkt so oder verurteilt das. Es ist gar nicht. Es ist immer so wertschätzend und hilfreich. Das ist super cool. Natürlich. Die sind ja hier auch eine Gruppe von Leuten, die es natürlich auch selber pushen wollen, auch weiterbringen wollen. Da bringt es gar nicht, sich in irgendeiner Form in die Tasche zu lügen, was eigene oder Umsätze angeht. Sondern wir sind ja da, um was zu lernen, was offen zu legen in dem Sinne und dann eben zu gucken, was die nächsten Steps sind, um das eben steigern zu können. Jetzt hast du eben davon berichtet, dass du ja bei dir auch Leute im Fulfillment hast, zwei Mitarbeiter hast, die einen guten Job machen. Beleuchte noch mal ein bisschen so, wie so der Alltagsprozess bei dir denn im Unternehmen aussieht. Es kommt jemand auf dich zu oder du bist im Telefonat mit einem potenziellen Kunden, überzeugst den, dich zu buchen, dass man eben ein Branding für die Person oder für das Unternehmen gestaltet. Wie sieht denn so der weitere Prozess aus? Also ein ganz großer Punkt ist bei uns so das Konzept, der strategische Teil vorab. Das ist eigentlich so mit der intensivste Part von dieser ganzen Kundenreise bei uns, weil wir gehen wirklich in so einem Kick-Off ganz tief rein, so in die Materie und schauen uns mal das Unternehmen an, schauen uns die Person an dahinter, schauen uns an, okay, was für eine Zielgruppe hast du, manchmal sind es mehrere, wie ticken die Leute da so, wer ist da dein Ansprechpartner, um einfach rauszufinden, hey, wie muss das Branddesign denn aussehen, damit es überhaupt funktioniert. Und es geht nicht darum, das so zu gestalten, wie es meinem Kunden gefällt, sondern so, wie es für die Zielgruppe am passendsten ist. Dass die wirklich genau das nämlich bekommen, nämlich Vertrauensvorschuss, Respekt für ihre Leistung. Und dann funktioniert ein Branddesign überhaupt, wenn das passt. Und das gilt halt im Vorhinein rauszufinden. Und das Schöne daran ist, die meisten unserer Kunden haben das alles schon im Kopf, weil die beschäftigen sich jeden Tag mit ihrer Zielgruppe. Die haben quasi einen Kundenavatar schon im Kopf. Aber sie haben es nicht rausgebracht, nicht ausformuliert, nicht aufgeschrieben. Und dabei helfen wir erstmal. Das ist ein super intensiver Teil vorab. Und dann ist relativ klar schon, ey, wie muss das ganze Ding aussehen? Welche Farbkombinationen kommen überhaupt in Frage? Wie ist überhaupt der Stil von dieser Marke? Das legen wir einmal fest und dann wird produziert sozusagen. Dann wird das Webdesign gemacht, das Corporate Design wird gemacht oder der Report wird gestaltet. An dieser Stelle kommen dann auch die anderen mit ins Boot. Das, was wir jetzt nicht abdecken, wir haben zum Beispiel keine Fotografen mit im Team und auch keine Copywriter, haben dafür aber fixe Partner, mit denen wir unfassbar gute Ergebnisse liefern, auf die ich mich verlassen kann, die einen geilen Job abliefern. Und die kommen an dieser Stelle mit ins Boot. Und dann passieren so drei Dinge so parallel. Das Markendesign wird gemacht, die Copy wird geschrieben, das Fotoshooting wird irgendwie gemacht und dann fließt das alles wieder so in einem zusammen zu uns zurück. Und dann wird im Prinzip alles weitere fertiggestellt. Und dann gibt es so ein fixes Datum, zum Beispiel den Launch der Webseite. Da wird quasi auf den roten Knopf gedrückt. Und dann geht's die alte live. Seite ist weg, die neue ist da und ab dem Zeitpunkt. Und auf einmal sieht es richtig, richtig top aus. Ja. Und wenn auch du wissen willst, wie man eine Webseite, was ja ein Teil davon ist, richtig schön und ansprechend gestalten kann oder du überlegst, dich selbstständig zu machen in dem Bereich, da haben wir jetzt einen neuen Kurs bei business.de, Hochpreis Webdesigner, wo du auch lernst, wie man eben die Farben passend gestalten kann, dass du nachher ein Top-Produkt hast, eine Top-Webseite, die auch einer Branding-Agentur beispielsweise dienen könnten. Denn was wir auch schon rausgehört haben, es gibt auch schon gut laufende Agenturen, ja, wie deine, wo man auf Zulieferer quasi dann immer noch zurückgreifen kann, weil die auch einen geilen Job machen. Jetzt hast du natürlich schon viel erreicht mit den goldenen Handschlag jetzt im Jahr 2023 erhalten. Jetzt haben wir 2024. Was sind so deine Ziele für dieses Jahr? Teamaufbau ist eins der größten Ziele. Ich brauche und ich möchte mehr Menschen bei mir im Büro haben, die mit Umsätzen helfen. Ich stecke aktuell noch ein bisschen mit im Fulfillment drin, weil es natürlich Laune macht und weil es aber auch notwendig ist. Und ich brauche einfach mehr Leute, die mir beim Umsetzen helfen. Das heißt also, das ist eigentlich so mein allergrößtes Ziel. Ich will wirklich ein großes Team haben, noch ein paar Mitarbeiter einstellen, die einfach helfen, dass wir noch mehr Projekte umsetzen können und noch bessere Ergebnisse erzielen können.
Okay, wunderbar. Und umsatztechnisch schon irgendwelche nächsten wir haben jetzt keinen Handschlag mehr, aber wir haben ein 250k Award. Ja, das ist natürlich auch Award. Das Ziel. Ja. Genau, das, da will ich dich am besten auch nochmal dieses Jahr hier sehen, wenn du das angeknackt hast. Cool, wenn wir jetzt Unternehmer beispielsweise draußen da haben, die auch nicht so ganz zufrieden mit ihrer eigenen Webseite sind, die sich vielleicht selbst zusammengebastelt haben und die wollen vielleicht auch selbstbewusster auftreten, weil sie wissen, meine Seite sieht top aus und dort werde ich auch so dargestellt, wie ich das gerne möchte. Wie kann man dich denn dann finden, wenn man quasi von dir beraten werden möchte? Ja, ganz einfach über die üblichen Kanäle, Social Media, Instagram und Facebook sind so meine Hauptkanäle. Wenn man ein bisschen mehr Input haben will, kann ich meinen YouTube-Kanal empfehlen. Aber am allereinfachsten ist es einfach, über meine Webseite zu gehen, www.jasminhuber.de, sich einzutragen für ein Erstgespräch. Dann gucken wir mal, okay, wo willst du denn hin? Wo stehst du gerade? Was hast du an Material schon da? Was brauchst du überhaupt? Und dann schauen wir mal, was wir tun können. Wunderbar, dann bedanke ich mich schon mal, dass du heute gekommen bist. Und wenn du Coach, Berater, Dienstleister, Agenturinhaber bist und selbst wissen möchtest, wie kann ich erfolgreicher mein Unternehmen werden oder wie erlerne ich überhaupt erst einmal das Unternehmertum, ja, wie kann ich mir vielleicht auch Schablonen beschaffen, sei es für Verkaufsgespräche, indem man dort Skripte bekommt oder eben, wie man sich mit einem Mitarbeiterteam aufbaut, dann geh doch auf www.andreasbaulich.de, trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch bei uns und ja, danke nochmal, dass du da warst. Wir sehen uns auf jeden Fall in einem der nächsten Videos wieder. Bis dann.